Wer bin ich wirklich? Wie komme ich zu meiner wahren Aufgabe und damit auch zu mehr Freude im Leben? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, das ist eine weitere Frage, auf die ich heute in diesem kleinen Beitrag gerne eingehe. Wer bist du wirklich? Du bist ein Teil des Ganzen, du bist eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann und du hast es verdient, dieses Leben im Hier und im Jetzt in vollen Zügen zu genießen. Du bist einzigartig, du bist großartig und alles, was du brauchst, um dein volles Potenzial zur Entfaltung zu bringen, das steckt bereits in dir und das wartet nur darauf. Und wie kommst du jetzt an dieses Potenzial? Der erste Schritt, indem du dir deiner Einzigartigkeit wirklich bewusst wirst, indem du dir auch bewusst wirst, was ich eingangs schon gesagt habe, dass du ein Teil des Ganzen bist. Es ist alles eine große Energie, ein großes Ganzes und jeder Einzelne von uns ist ein Teil des Ganzen. Wir Menschen sind Energiewesen, jedes Tier ist ein Energiewesen, jede Pflanze sind Varianten, die sich zum Ausdruck bringen auf ihre Art und Weise dieser großen und ganzen Energie. Also jeder von uns ist ein Teil des Ganzen. Wenn wir uns das schon mal bewusst machen, dann sind wir schon mal unserem göttlichen Kern, um es mal so auszudrücken, ein großes Stück näher. Wie kannst du es jetzt unterstützen, zu deiner wahren Natur, zu deiner Aufgabe zu finden? Du hast es selbst schon erwähnt, oder diejenige, die mir diese Frage gestellt hat, zu deiner wahren Natur. Ich würde dich einfach mal dazu einladen, viel raus in die Natur zu gehen, um da dich mit der Natur auch zu verbinden und da deiner wahren Natur auch näher zu kommen. Du kannst zum Beispiel bei einem Waldspaziergang mal ganz bewusst nach einem Baum Ausschau halten, der dich gerade anspricht, und dich an diesen Baum anlehnen und mal ganz bewusst Kontakt zu diesem Baum aufnehmen, mit den Wurzeln dich verbunden fühlen, dir auch vorstellen, wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln in Mutter Erde wachsen und mit diesem Baum, mit diesen Wurzeln von diesem Baum auch Kontakt aufnehmen. Du kannst dir vorstellen, wie dein Kronenchakra sich öffnet und mit der Baumkrone Kontakt aufnimmt und sich ganz weit öffnet nach oben. Und dann atmest du einfach mal nur. Du verbindest dich mit dem Baum, du kannst den Baum entweder umarmen oder kannst dich einfach nur mit dem Rücken an den Baum anlehnen, die Augen schließen und auf die Art und Weise mal dich mit der Energie des Baumes verbinden und dann einfach mal da sein, einfach nur atmen, da sein und mit dem Baum in Kontakt treten und dann einfach mal schauen, was da fließt an Informationen, an Gedanken, an Inspirationen, mal ohne große Erwartungshaltung, sondern einfach mal ganz neugierig sein, was da fließt. Und ich bin sicher, du wirst Informationen und Aspekte bekommen, auch bei deinem weiteren Spaziergang dann eben durch die Wald in der freien Natur. Nimm dir auch gerne ein Kissen mit, ein etwas Wärmendes, jetzt gerade um diese Jahreszeit, ein Polster, irgendwas, wo du dich einfach mal hinhockst auf Mutter Erde und auch so mit Mutter Erde Kontakt aufnimmst und auch da mal die Augen schließt und auch mal die Frage an Mutter Erde zum Beispiel stellst, was ist meine wahre Natur, was ist meine Aufgabe hier? Und dann lässt du es auch da einfach mal fließen. Du kannst auch gerne dir dann Notizen machen und sieh das Ganze auch als Prozess an und dann immer wieder ja, damit arbeiten und es einfach mal fließen lassen. Dann wirst du ein großes Stück näher zu dir selbst finden, zu deiner wahren Aufgabe und du wirst dann auch merken, dass im Laufe der Zeit auch so eine tiefe innere Freude aufkommt, wo du wieder Freude am Leben bekommst oder der Freude einen größeren Platz einräumst, weil du dich auf die Art und Weise auch verbunden fühlst mit dieser großen ganzen Energie, auch damit einhergeht so ein Gefühl der Demut, der Dankbarkeit, ein Teil dieses Großen und Ganzen zu sein. Und damit kommt automatisch Freude in dein Leben, Freude an deinem Leben und du kannst der Freude einen größeren Platz einräumen, weil du dich so mehr und mehr auch auf den Weg zu deinem eigenen Herzen begibst und auch anfängst, dich selbst
mehr anzunehmen, in die Selbstliebe zu kommen und dich mit dir selbst einfach auch freuen kannst am Dasein hier in deinem Leben. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen weiterbringen und ein bisschen näher bringen. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung, ganz viel Freude für dich, für den heutigen Tag und dein weiteres Dasein. Herzlichen Dank auch für dein Dabeisein hier und ja, bis zum nächsten Video sage ich Tschüss, deine Irmgard.